Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Man kann mich hören, ne? Herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag zum Thema Schamanismus bei den Germanen. Und ich möchte auch als allererstes einmal die Gelegenheit nutzen und mich bedanken dafür, dass ich hier sprechen darf. Also ich freue mich. Die Geschichte der Medizin und die Geschichte der Heilkunde beginnt nicht im alten China, beginnt nicht im alten Ägypten, oder in Sumer oder in Griechenland oder in einer der anderen alten Hochkulturen. Die Geschichte der Medizin und der Heilkunde beginnt in der Steinzeit, im Paläolithikum. Und schon vor Jahrzehntausenden haben sich die Menschen damit befasst, wie man Krankheiten und menschliche Gebrechen heilt. Und wichtig dabei ist mir immer zu betonen, dass die Erkenntnisse dieser prähistorischen Gesellschaften nicht allzu primitiv gewesen sein konnten, denn sonst wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. Das älteste medizinische und heilkundliche und naturheilkundliche System der Welt ist der Schamanismus. Dabei geht der Schamanismus, anders als heute unsere moderne Schulmedizin, davon aus, dass den menschlichen Leiden und Krankheiten und Gebrechen keine physischen, sondern metaphysische Ursachen zugrunde liegen, nämlich die Einflüsse und das Wirken von Geistern, Dämonen und Göttern. Und dementsprechend ist der Schamane derjenige, der in diesen metaphysischen Bereich eindringt und sozusagen hinter den Schleier der Natur schaut, um zu vermitteln zwischen menschlicher Gesellschaft und der Welt der Geister. Nun ist der Schamanismus aber mit der Steinzeit nicht ausgestorben, sondern der Schamanismus hat sich über die Jahrtausende weltweit verbreitet und ist geradezu ein zeitloses und kulturübergreifendes Phänomen.